Heute werde ich jetzt noch den vierten Wechsel vornehmen von unserer Alufelge. Dazu nehmen wir wieder unsere Radmutter-Entfernspezial-Werkzeuggeräte und ziehen das schnell runter. 1, 2, 3, 4, 5. Werde ich ein bisschen, dass man nicht den rein aus dem Umhang. So, jetzt stellen wir das nach hinten. Dann werden jetzt einmal die Radmuttern gelöst oder wer auch will, kann auch zuerst ansetzen den Wagenheber hier unten. Dass das schön unten ist. Ist okay, bei. Alles okay. Danke! Dazu haben wir empfohlen, bitte kein Mistring los. Ich nehme sogar immer Mist mit. Ich bin ja ein Bio. Super. Danke. Danke. Danke auch, dass ich da filmen darf. So, jetzt setzen wir das Ganze an und ziehen die runter nach links. Kreuzen wir das Ganze. Hier geht er schon gleich runter. So. F5. Und jetzt nehmen wir den auf. Sicherheit bin ich sehr besorgt um unser Automobil. Wird das Ganze angehoben mit unserem Radwagenheber. So, bis der Bodenkontakt endet. Dann machen wir Wackeltest. Hält und geben unseren Radbock hinauf, dass hier nichts passieren kann. Und jetzt ziehen wir die restlichen Radbolzen hinunter, dass das schön ordentlich wird, das Ganze. Kann man alles schön selber machen, braucht man nicht wirklich deine Hilfe. Wichtig ist den Fuß unten anstellen, damit das nicht runterplumpst und die schön sauber abgelegt werden. So, jetzt haben wir alle herunter. Jetzt werden wir vorsichtig entfernen, nach hinten ziehen und schreiben, wo welche rauskommt. Wer will, kann jetzt noch ein bisschen Radwachs da hinaufspritzen, wie ich das immer mache, oder Kupferbasse. Radwachs. Und jetzt kommt dann in der richtigen Laufrichtung der letzte hinauf. Wieder vorsichtig anheben, das Ganze, Fuß hinstellen und rückwärts das Ganze hinauf machen. Mit der untersten fangen wir an. Wichtig ist, dass das hinten aufliegt, das Ganze. So, wenn der unterste dran ist, können wir mit dem Radkreuzen vorfahren und die hinaufgeben, unsere Radbolzen. Vorsichtig, damit sie nicht andrecken. So. Und die letzten, das macht Spaß, das geht schnell. So. Die Handkopf ganz abzureifen. Dann alle drauf. Richtigen Laufrichtung ist ganz wichtig. So, festgezogen, dann kontrollieren, die festziehen, bis sich das Rad halt dreht. Kontrollieren, ob die hinten drauf sitzen. Dann kommt der Radbock weg. Dann lassen wir unseren
Wagen hinunter und wir haben alle vier. Auf den ganzen Reifen drauf. So, jetzt müssen wir das festziehen. 120 Newtonmeter, man kann das machen mit Manneskraft. So. Immer überkreuzt und dann hält das Ganze. Sehr gut. Reifen, Felgen tauschen, Räder wechseln am 24. September 2022.